Moment. Erkenne ich das da richtig? Ah, okay. Das war mir zu weit weg. Kennst du das vielleicht auch? Ja, das ist die Kurzsichtigkeit. Ja, wenn man Dinge in der Ferne nicht gut erkennen kann, muss man immer ein bisschen näher rangehen und dann erkennt man es irgendwann, weil man entsprechend nur in einem sehr engen, nahen Bereich alles scharf sehen kann. Das ist die häufigste Sehschwäche, die ja weltweit gesehen die meisten Menschen haben und wahrscheinlich hast du auch diese Sehschwäche. Wahrscheinlich siehst du auch deswegen hier dieses Video, denn tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die mittlerweile eine Sehschwäche haben, die eine Brille benötigen. Und eins sage ich dir schon mal vorweg sagen, es ist nicht deine Schuld, dass du jetzt eine Brille trägst, ja? Denn tatsächlich ist es völlig normal, man möchte ja seine Sehkraft schützen. Meistens hat man dann irgendwie im Hinterkopf, ah ja, okay, ich brauche eine Brille, damit sich meine Sehkraft nicht weiter verschlechtert. Tatsächlich ist das aber ein Trugschluss, denn leider statistisch gesehen, jeder, der eine Brille trägt, hat in der Laufe der Zeit eine Sehkraftverschlechterung. Liegt zum einen daran, dass die Brillen unser Sehen zu sehr abnehmen, also sie unterstützen uns nicht nur, sondern sie nehmen uns das Sehen auch wirklich ab. Und du musst dir vorstellen, ja, die klassische Schulmedizin, also sprich die Augenärzte, Optiker und Co., die können zwar sehr gut messen, die können auch sehr gut herausfinden, welche Art der Sehschwäche hast du, wie hoch ist deine Dioptrienzahl, aber leider ist eine Brille oder auch eine Kontaktlinse nur eine Symptombehandlung. Ja, sie kann dir deine natürliche Sehkraft nicht verbessern. Im Übrigen ist auch eine Laseroperation nur eine Symptombehandlung, denn mit der Zeit wird sich deine Sehkraft auch da automatisch wieder verschlechtern, weil du entsprechend ja nicht die Ursache bekämpfst, ja? Deswegen ist die Brille nur auf den ersten Blick eine clevere Idee. Und wie du es schaffen kannst, wie du deine Sehkraft verbesserst, möchte ich dir jetzt einmal verraten, ja? Dazu gibt es nämlich viele verschiedene Mittel, Wege und Methoden. Ja, ich möchte dir auch mal das Augentraining nochmal im Detail vorstellen, weil die meisten verstehen tatsächlich unter dem Begriff Augentraining nur, ja, ich mache ein, zwei Übungen und dann kann ich meine Sehkraft verbessern und dann kann ich wieder gestochen scharf sehen. Aber das ist tatsächlich nur der erste Teil, ja, es gibt noch zwei weitere und die möchte ich dir auch ganz kurz nochmal vorstellen. Und zwar ist natürlich wichtig, was habe ich für Gewohnheiten? Habe ich wirklich eine Gewohnheit, dass ich täglich 10 Stunden vor Bildschirm sitze, vorm PC, vorm Handy und habe da keine große Variation, ja, dann bist du natürlich dazu prädestiniert, eine Kurzsichtigkeit zu entwickeln, weil, wie gesagt, eben entsprechend unsere Augen nur im Nahbereich genutzt werden. Und deswegen ist diese Kurzsichtigkeit eben auch so weit verbreitet. In Deutschland sind schon über 67%, das mal als Beispiel hier von 2019. Mittlerweile ist die Zahl schon wieder stark angestiegen, vor allem danach die Zeit, viel Homeoffice-Zeit, ja, viel Bildschirmzeit, wenig Variation, wenig Abwechslung und dadurch ist diese Zahl nochmal nach oben gestiegen. Vielleicht hast du in den letzten paar Jahren auch eine neue Brille bekommen, dann solltest du jetzt unbedingt aufpassen, denn ich möchte dir auch verraten, wie du die Brille wieder loswirst. Denn unser Auge ist tatsächlich auch nur ein Muskel. Ich zeige ihn dir mal hier. Ja, wir haben verschiedene Muskeln, oben, unten, links, rechts und dann tatsächlich hier nochmal einen oben und einen unten. Also quasi, dass wir nicht nur nach links und nach rechts gucken können, sondern auch leicht schwanken kann. Ja, tatsächlich haben auch Gewohnheiten einen ganz, ganz großen Einfluss. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal öfter mal Pause machst oder auch einfach mal in die Ferne guckst, wirst du merken, okay, diese Fähigkeit wieder in die Ferne zu gucken, muss erstmal wieder reaktiviert werden. Ja? Dazu schauen wir uns nochmal den Ziliarmuskel an. Dieser Muskel ist quasi dafür zuständig, wie unsere Linse, also Linse ist das, was wir brauchen nachher, um das Licht zu brechen, was auf unsere Netzhaut trifft, um wieder klar zu sehen. Und dieser Ziliarmuskel ist eben, wie gesagt, bei der Kurzsichtigkeit dauerhaft angespannt, also wirklich die ganze Zeit verkrampft angespannt, weil wir nur im Nahbereich arbeiten. Wenn du jetzt aber mal in die Ferne guckst, ja, wirklich, setz mal kurz die Brille ab, guck mal in die Ferne, du wirst merken, okay, es fühlt sich komplett anders an. Also wie so ein Druck, der gerade losgeht, weil entsprechend nicht mehr der Ziliarmuskel angespannt ist, sondern die Zolulnerfasern. Das sind diese kleinen Fasern, die ihre Pupille wieder straff macht, ja, die macht die quasi nicht mehr so rund. Und dieses Wissen kannst du jetzt aber nutzen, um eben entsprechend diesen Fokuspunkt wieder zu verbessern, indem du beispielsweise, wenn du mal Pause machst beim Arbeiten, einfach mal aus dem Fenster guckst und ab und zu mal die Perspektive wechselst, also vom Nah- in die Fernbereich und immer mal wieder wechseln. Ja, du kannst dazu auch gerne mal Folgendes machen. Stell dich mal hin, schau mal mit den beiden Augen auf deine Daumenspitze und versuch den Punkt anzufokussieren, ja, so für ungefähr 10, 20 Sekunden. Und dann schaust du über den Daumen hinaus in die Ferne. Am besten machst du, wie gesagt, das am Fenster oder in freien Luft, ja, und schaust einfach mal auf einen entfernten Punkt. Der muss auch nicht übermäßig weit weg sein. Es reicht, wenn er 3, 4 Meter entfernt ist, ja, zum Beispiel in einem Baum oder sowas. Ja, fokussier den einfach mal an. Und du wirst merken, okay, der Fokuspunkt wird jedes Mal besser. Und vor allem, du kannst auch schneller scharf stellen. Also dieser Wechsel von Ferne in die Nähe funktioniert auch schneller. Und das funktioniert übrigens auch durch diesen Ziliarmuskel, ja. Und dann habe ich noch eine weitere Übung für dich mitgebracht und zwar nutzen wir dazu unsere Sehtafel. Diese Sehtafel hier, die nutze ich wirklich täglich, ja, diese kennst du vielleicht auch vom Optiker oder auch Augenarzt. Wir haben ja hier verschiedene Buchstaben, die nach unten hin immer kleiner werden, ja, und das Ziel sollte sein, aus 3 Meter Entfernung hier diesen Bereich ungefähr scharf zu sehen. Ja, also zwischen grün und rot solltest du sein. Hier haben wir noch diesen Indikator 2020. Das wäre zum Beispiel aus 3 Metern Entfernung
hundertprozentige Sehschärfe. Du kannst natürlich auch darüber hinaus sogar noch trainieren. Also du kannst sogar so gesehen über 100% deine Sehkraft verbessern. Natürlich sollte der erste Schritt erstmal sein, deine Sehkraft erstmal auf diesen Level hier hinzukriegen. Und dann natürlich können wir noch weiterschauen und deine Sehkraft über 100% zu bringen. Ja? Übungen mit dieser Sehtafel. Ich möchte dir jetzt mal eine vorstellen. Also du positionierst diese Sehtafel einmal am besten an die Wand und dann suchst du dir den perfekten Abstand aus. Und zwar sagen wir jetzt einfach mal, du möchtest diese Zeile hier scharf sehen. Ja? Dann versuchst du diese Zeile hier einmal unscharf zu machen. Und das machst du einmal, indem du dich vor die Sehtafel hinstellst, einen Schritt zurück machst, guckst, ob es langsam verschwimmt. Und wenn das passiert, dann hast du den perfekten Abstand rausgefunden. Ja? Und dann machst du wirklich, wirklich nur so einen Ausfallschritt nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Und dann wanderst du mit deinen Augen über diese komplette Zeile, von links nach rechts. Und du wirst merken, irgendwann kannst du sogar noch weiter nach hinten gehen, also noch mehr die Distanz vergrößern, weil du wirst merken, durch diesen ständigen Fokuswechsel, dass sich die Sehkraft immer wieder neu einstellt und dadurch Stück für Stück schärfer wird. Ja? Und wie gesagt, irgendwann kannst du die Distanz immer weiter größer machen und du wirst merken, dass du irgendwann aus 3 Metern diese Zeile erkennen kannst. Natürlich gehst du dann wieder die Zeile weiter nach unten. Wahrscheinlich gehst du dann wieder einen Schritt ran, ja, versuchst darunter die Zeile genauso wieder scharf zu erkennen. Und das machst du eben so lange, bis du zum Beispiel diese 20-20-Zeile scharf erkannt hast. Natürlich gibt es dann noch viele weitere Übungen, die entsprechend für jede Sehschwäche so ein bisschen auch angepasst sind. Und natürlich auch die Dioptrienzahl. Also zum Beispiel jemand, der 5, 6 Dioptrien hat, der muss zum Anfang eine andere Übung machen. Aber beispielsweise, wenn du jetzt so zwischen 2 und 4 Dioptrien hast, dann kannst du diese Übung, die ich dir heute mal gezeigt habe, einfach mal machen. Ja? Kannst natürlich auch die Übungen machen, wenn du eine höhere oder eine niedrige Sehschwäche hast, da machst du jetzt auch nichts kaputt mit, ja, aber es gibt da einfach effektivere Übungen, die man machen kann, um einfach seine Sehschwäche zu verbessern, ja. Diese 2 Bausteine vom Augentraining habe ich dir heute erklärt und es gibt auch noch einen weiteren Baustein vom Augentraining, den würde ich dir gerne verraten bei einem persönlichen Gespräch. Unterhalb des Videos habe ich dir die Möglichkeit gegeben, dir einen Termin auszusuchen, damit ich dich mal komplett berate zum Thema Augentraining. Also, wenn du da Fragen hast, rausfinden möchtest, ob das Augentraining für dich sinnvoll ist, ob das Augentraining auch dir helfen kann, ja, dann wähle gerne deinen Termin aus. Ansonsten, wie gesagt, würde es mich auch sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, gerne einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.